Hallo, hier ist wieder Dixie und Squadron Winger im Battle Network. Wir sind nun beim Finale angelangt, wir können nicht mehr speichern. Mal sehen, was jetzt passiert. Wenn ich diesen Knopf gedrückt habe. Bye bye, Welt. Doch der Karim mag mich vielleicht aus seinem kleinen Labor geworfen haben. Aber nun bekomme ich meine Rache. Warte, Wily. Ah, Ikaris kleine junge Len. Denke ich. Überlass es ruhig den Ikaris, mich bis zum Ende zu nerven. Das Endgame ist eine Rache gegenüber meiner Familie? Warum? Soll ich es dir erzählen? Vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren sind zwei berühmte Wissenschaftler bis an die Spitze hochgeklettert. Ich und dein Großvater, Dr. Ikari. Großvater? Ich erschuf Roboter. Und Ikari hat sich auf Netzwerke spezialisiert. Wir waren beide völlig in unsere Forschung vertieft. Dann eines Tages, um einen internationalen Wettbewerb zu gewinnen, Musste unser Land eines unserer Projekte auswählen, um es zu unterstützen. Nach einer langen Debatte haben sie meine Roboterforschung abgebrochen. Ich konnte es nicht glauben. Meine Forschung war überlebenswichtig. Überlebenswichtig! Ich wusste nicht mehr wohin. Also verließ ich das Labor. Darum bin ich so wütend. Wenn Ikari noch nicht wäre. Also habe ich die World Free erschaffen, um mich an ihn zu rächen. Um sie ihm Halt zu zahlen. Er ist dafür verantwortlich, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und nun werde ich sie zerstören. Aber er hat doch deine Forschung... Cancel. Ich nehme immer die ganze erste Szene, das komplette Gefühl, dass ich weiß schon. Aber er hat deine Forschung doch nicht da... Es ist nicht seine Schuld. Tut mir leid. Das sagte er auch. Du wirst nie verstehen, wie ich mich fühle. Niemals! Genug der langen Rede. Welt, bereite dich darauf vor, gelöscht zu werden. Nein! Niemals. Nicht so lange Megaman und ich etwas dagegen tun können. Eieiei. Auf ins letzte Gefecht, denke ich mal. Ach, und hier kommen jetzt nochmal Viren. Wirklich. Ach, sie platzt, Down Man. Und? Nein. Und? Ja. Komm schon, nochmal. Na. Ah. Wenn ich nochmal im Kopf behalten. Wie viel Schaden machen wir jetzt? Moment mal. Hä? Unser Angriff ist anscheinend nochmal stärker geworden. Warum nicht? Die wollen wohl unbedingt
dass wir noch Schaden nehmen, ha? Beweg dich! Weg mit euch! Ja, dieses Schwert war es wert, dass ich es mitgenommen habe. Da ist er, der Lebensvirus. Len, der Lebensvirus! Wenn wir ihn löschen können, ist der Clan der Wolves wie Geschichte. Das ist es. Unsere ultimative Virusjagd. Kampfroutine gesetzt. Ausführen. Oh, was zum Teufel. Was bist du denn? Ja, ich weiß, der Lebensvirus. Hä? Hat es gerade irgendwas gemacht? Nö. Ich sehe nichts. Komm, Stone Man. Und? Ein Treffer? Neuner? Nee. Komm schon, Neuner. Schade. Aber vielleicht hat er wenigstens... Ah. Ah, ich sehe es, der hat ein Schutzschild. Aber Gutsman sollte stark genug sein, es zu durchbrechen. Ach klar, unser Bastard muss ja jetzt natürlich etwas stärker sein. Wir müssen ja sein Schild durchbrechen können. Oder auch nicht. Meteoritenhagel, das ist ungut. Oh oh. Na komm, Stone Man. Kriegen wir es noch hin? Nee. Na, ist aber ein lustiger Kampf. Gefällt mir. Mist. Er will seinen Meister unbedingt beschützen. Gaia 3 hat es geschafft. Das war's für den Lebensvirus. Denke ich. Mein Lebensvirus! Was hast du getan? Mein Kind! Meine World 3! Nein! Warnung, Warnung! Virus verloren, alle Systeme funktionieren nicht richtig. Selbstzerstörungssequenz aktiviert. Muss das denn eine Selbstzerstörung sein? Oh oh. Aber mein wertvolles World 3 Labor. Ja, du hast das Ding selber aufgebaut. Selber schuld. Nehmen wir, verziehen uns. Hab die Verbindung. Verstanden. Len, warum seid ihr alle noch da? Len, bist du in Ordnung? Hallo Leute. Und der Lebensvirus? Der ist Geschichte. Yippie! Leute, ihr steht da mitten in der Explosion. Seid ihr dämlich? Wo sind denn alle anderen? Sie haben sich in Sicherheit gebracht. Was wir auch tun könnten. Aber nein, wir stehen hier lieber herum und lassen alles um uns herum explodieren, weil wir uns denken, einen schöneren Moment fürs Ableben gibt's nicht, oder was? Super. Lasst uns fliehen. Ja, ganz gemächlich. Schnell, dieser Plan. Die World 3. Für immer! Und so? Gut gemacht, Len. Und ich meine Mega Man. Ach, tut mir... ich bin so froh, dass es euch beiden gut geht. Tut mir leid, Mutter.
Tja, ich hätte nie gedacht, dass zwei... Naja, ich dachte nie, dass zwei Jungen großzuziehen einfach wäre. Stimmt's nicht, Schatz? Sie hätten es ohne dich nicht schaffen können. Danke. Sie hätten es ohne uns nicht schaffen können, meinst du? Ach, Schatz. Liebling. Dein Vater und deine Mutter verstehen sich wohl sehr gut, Len. Ich weiß, es ist ziemlich peinlich. Vielleicht können wir von ihnen lernen. Hä? Wovon redest du? Wir sind doch nur Freunde. Len. Er ist wirklich ein bisschen begriffsstutzig, ne? Das ist richtig, Raul. Du sagst es mega. Hä? Schau doch, sogar Roll und Megaman sind in Stimmung. Ich bin fertig mit dir, Len, nachdem ich so nett zu dir war. Ich hätte dich überhaupt nicht retten sollen. Ich verstehe es nicht. Was mache ich denn jetzt schon wieder falsch? Yosa! Wuhu! Mail und Len sitzen im Baum. Mail und... Hä? Mail, bist du... Tust du... Ist es nicht offensichtlich? Wirklich? Ja, aber ich... Versuche es nicht abzustreiten, Len. Ja. Das war's. Dieses Gespräch ist zu Ende. Ich danke euch einfach dafür, dass ihr mich gerettet habt, ihr zwei. Dex bezahlt seine Schulden immer ein. Kein Problem. Danke, Dex. Du bist ein wirklicher Freund. Ein wahrer Freund. Das stimmt schon. Dennoch brauchst du etwas mehr Übung, Dex. Was war das? Ich? Übung? Wie kannst du nur? Naja, nun... Sind wir nicht alle fröhlich? Schott, danke. Du hast mir wirklich... Du hast mir auch wirklich geholfen. Okay, du musst dich nicht bedanken. Du hast mich ziemlich alt aussehen lassen. Weil du die ganze Arbeit gemacht hast. Grummelig wie immer, wie ich sehe. Aber ich hätte die World Spring nicht aufhalten können, wenn du nicht geholfen hättest. Danke. Ja, naja. Ausnahmsweise akzeptiere ich's. Aber wenn das nächste Mal etwas passiert, überlässt du das Kämpfen mir und Protoman. Hey, wir sind direkt an eurer Seite. Stimmt's, Megaman? Ah, tut mir leid. Ich meine, wenn du immer noch möchtest, hab. Megaman ist mein Name. Und ich bin immer bei dir. Als Team sind wir unaufhaltbar. Ja, richtig. Oh, warte. Da ist noch eine Sache. Von jetzt an stehst du in der Früh gefälligst selber auf, ja? Hast du das verstanden? Ich hab keinen Bock mehr! Was, wirklich? Oh. Was auch immer das bedeuten soll. Was? Hier kann du jetzt nicht... Das Alarmsystem muss wieder verbuggt sein. Verdammtes altes Teil. Ahuga? Was zum? Len, wir haben Arbeit zu erledigen. Das ist richtig. Lass uns loslegen. Da bin ich, Megaman X. Übertragung. Ach ja, das sieht doch mal nach einem Abspann aus. Yep. Na gut,
der Abspann. Dann gibt's jetzt das Fazit zu Mega Man Battle Network. Tja, es ist halt der erste Teil. Die späteren kenne ich ja, deswegen war mir das Kampfsystem bereits bekannt. Das Kampfsystem, ich finde es eine sehr schöne Idee. Es ist im richtigen Maß. Es erlaubt im relativ geringen Umfang noch ein taktisches Vorgehen. Aber es ist halt, ja, ich meine, man hat halt nur diese 9 Felder zur Verfügung. Das ist jetzt nicht unbedingt viel Bewegungsfreiheit. Aber trotzdem haben sie wirklich was Gutes draus gemacht. Das hier ist immer noch nicht gerichtet worden, super. Was ich halt besonders gut an dem Spiel finde, ist, dass einem die Möglichkeit gegeben wird, durch die Battle Chips, dass man sich seinen Ordner komplett selber gestalten kann. Es ist nicht wie in anderen Rollenspielen, dass man einfach Level steigert und dann kriegt man seine Fähigkeiten und es ist alles schon so bereitet, dass man durchkommt. Nein, hier ist es halt so, dass man seine Battle Chips bekommt und zum einen die besagte Selbstbestimmung hat. Super. Auf der anderen Seite halt man muss zwar ein bisschen Zeit investieren, aber ich bin heute mit meinen Gedanken. Entschuldigt. Nee, also man hat halt die Möglichkeit, sich selber was zusammenzubauen. Ganz so wie man es selber möchte. Und was das Optionale betrifft, es ist relativ gering gehalten in diesem ersten Teil. Was zum Teufel? Ach komm schon. Lass es jetzt. Ich krieg das Fazit heute einfach nicht zusammen. Das ist schrecklich. Komm, lass es jetzt wenigstens hier anhalten. Dann kann ich hier noch mein Fazit zu Ende bringen. Und nein, wie gesagt, der optionale Teil. Es ist halt so schön angefügt, dass dieses Spiel einem die Möglichkeit gibt, dass man sich im Internet weiter umsieht. Auch in Teilen, wo halt die Gegner dann schon deutlich stärker sind. Also da ist der Anstieg schon gewaltig. Wenn man das Spiel normal durchspielt, ohne die optionalen Gebiete, steigt der Schwierigkeitsgrad eigentlich recht linear und auch vor allem in gerechter Art und Weise an. Also wenn man einfach nur die Geschichte durchspielt, denke ich mal, kommt man wunderbar durch. Die optionalen Gebiete haben halt dann einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Das Schöne dabei ist aber, dass es sich halt auch lohnt. Da diese schweren Gegner, ich meine, es dauert zwar, bis man sie anständig besiegen kann, aber man bekommt halt die Battlechips von ihnen. Und diese Battlechips sind eben auch wert, dass man sich dafür anstrengt. Auch, dass man die NetNavi Battlechips sich holt. Es ist es halt, ja okay, es ist es bis zu einem gewissen Grad wert, sagen wir es so. Was die NetNavi Battlechips generell betrifft, ist es halt ein bisschen schade, dass so wenig Unterschiede da sind. Ich meine, ich habe jetzt zum Schluss trotzdem immer noch Stone Mill benutzt. Das ist der zweite NetNavi Battlechip, den wir bekommen können. Oder? Das war der zweite, dritte. Auf jeden Fall bekommt man ihn sehr früh und ich habe ihn bis zum Ende dabei gehabt, weil er halt trotz der Tatsache, dass er natürlich zufallsabhängig Schaden macht, trotzdem einen 300 Schaden anrichten kann, wenn er dreimal trifft. Wenn das gegnerische Gebiet zerstört wurde, trifft man auch noch viel sicherer, teilweise mit 100%iger Sicherheit. Und ja, finde ich halt schade, dass da bei den anderen NetNavi Battlechips sich nicht mehr überlegt wurde. Weil ich meine, Iceman und Woodman, die funktionieren genau auf dieselbe Art und Weise. Sharkman, glaube ich, funktioniert auch noch genau so. Ist halt schade, da ist sich in den anderen Spielen ein bisschen mehr überlegt worden. Aber es ist halt nach wie vor der erste Teil. Und für den ersten Teil, muss ich sagen, ist es wirklich schön gestaltet worden. Man kann es gut durchspielen. Und ich meine, wir haben jetzt 148 von 175 Battlechips. Was da hauptsächlich noch fehlt, sind die NetNavi Battlechips. Und ich werde mich jetzt, wie gesagt, auch dran machen, da noch möglichst viele zu finden. Ob ich alle finden werde, weiß ich nicht. Da muss man aber auch sagen, in Fällen wie Sharkman, finde ich auch, hätte man das ein bisschen gerechter machen können. Es ist halt ein anspruchsvoller Kampf. Das Problem ist halt in diesem Spiel, dass es halt nicht immer nur darum geht, die Gegner überhaupt zu besiegen, sondern sie auch noch schnell zu besiegen. Und da sind die Abwägungen halt meiner Meinung nach, hätte man auch ein bisschen was ändern können. Aber naja,
Auch was die Gegnerzusammenstellungen im Internet betrifft, diese fliegenden Feuergegner, wie gesagt, es sind und bleiben meine größten Erzfeinde in diesem Spiel. Einfach, weil ich der Meinung bin, gut, ich meine, die Gegner für sich sind in Ordnung. Das Problem ist halt, dass wir halt immer wieder Zusammenstellungen von Gegnern haben. Wir haben ja nicht immer nur einen Gegner vor uns, außer wir bekämpfen so eine Schlange. Da hätte man meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Gedanken investieren können, ein bisschen mehr Hirnschmalz. Dass die halt nur mit Gegnern auftauchen, wo man das trotzdem als Spieler kompensieren kann. Oder es wäre schon gut gewesen, wenn sie wenigstens nicht in der Mitte auftauchen würden, weil da kann man halt ihren ersten Angriff überhaupt nicht abwehren. Wenn dann noch so eine fliegende Statue mit Aura dabei ist, da kann man halt nicht ausweichen. Ich finde, dass absolut jeder Kampf in dem Spiel theoretisch ohne Schaden und ohne Battlechips schaffbar sein sollte. Vielleicht sehe das nur ich so, vielleicht sehe Sandra anders. Das ist jedenfalls meine Haltung. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ich würde es weiterempfehlen. Auch wenn das Kampfsystem sehr eigen ist. Und natürlich ist es ein Mega Man-Spiel. Und es ist halt kein Mega Man-Spiel der üblichen Art. Es ist kein Jump'n'Run. Und ich gebe auch zu, damals als Mega Man Battle Network aufkam, war ich auch sehr skeptisch. Und ich habe mir auch erst den vierten Teil dann damals zugelegt, weswegen ich diese Teile, den ersten und den zweiten und den dritten, nicht kenne. Aber es hat mich überzeugt und ich würde auf jeden Fall sagen, gebt diesem Spiel, auch wenn es kein Mega Man Jump'n'Run Spiel ist, gebt dem Spiel eine Chance. Mich hat es geschafft zu überzeugen und ihr wisst, dass ich immer sehr skeptisch bin, wenn es darum geht, dass ich ein Spiel im Titel was hinschreibt, was eigentlich was anderes bedeuten sollte. Bei Mega Man vermutet man Jump'n'Run. Es ist kein Jump'n'Run, aber trotzdem ist es halt ein schönes Spiel. Na gut, es ist nicht mal mehr eine schöne Hintergrundmusik da und ich rede jetzt schon die ganze Zeit in die Stille. Geht euch wahrscheinlich auch schon auf die Nerven. Ja, und ich kann mich nur nochmal entschuldigen. Ich war jetzt das komplette Projekt über stimmlich nicht gerade auf der Höhe. Man hört es ja jetzt immer noch. Das tut mir leid, das war ein sehr krankes Projekt quasi. Aber naja, damit ist dieses Mega Man Projekt ebenfalls wieder durchgespielt. Wir haben jetzt wieder ein Nicht-Mega Man Projekt vor uns, aber nach diesen nächsten drei Nicht-Mega Man Projekten geht es dann weiter mit Mega Man Battle Network 2. Würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt endlich von diesem Spiel. Ich bin Xi, das war Mega Man Battle Network. I shall see you soon. Very soon. Ciao Leute, bis dann.